Hallo zu unserem neuen Vlog. Nachdem wir letzte Woche keinen Vlog veröffentlicht haben, gibt es diese Woche umso mehr zu berichten. Auch in diesem Jahr waren die Sternsinger wieder unterwegs. Sie wurden im Rathaus von Mitarbeitern der Verwaltung und des Betriebshofes empfangen und brachten ihre Segensbitten am Eingang des Rathauses an. Leider mussten am Wölversheimer Bahnhof 9 Bäume gefällt werden. Dies war aufgrund der Reaktivierung der Holloftalbahn und der Planung für den neuen Skatepark notwendig. Im Ausgleich dafür werden 18 neue Bäume möglichst auf dem Bahnhofsgelände nachgepflanzt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Vereinsförderung. Ab sofort könnt ihr euch über unsere Internetseite online bewerben. Gefördert werden Projekte, die über die eigentliche Jugendarbeit hinausgehen. Vor einigen Tagen fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wohnbach statt. Nach über 50 Jahren Vorstandsarbeit wurde Norbert Mattes aus dem Vorstand verabschiedet. Neuer Vorsitzender des Feuerwehrvereins wurde Timo Rauch. Die Melbacher Feuerwehr hatte am vergangenen Wochenende ihr Suppenfest. Auf die zahlreichen Besucher wartete eine extrem leckere Gulaschsuppe, die natürlich in der Gulaschkanone zubereitet wurde. Vergangene Woche hat der Vorverkauf für eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Kleinkunstwoche begonnen. Mehr als 10 Jahre begeisterten Herbert Meyer und Gerhard Wächter die Zuschauer mit ihren Lesungen. Gerhard Wächter entschied sich im vergangenen Jahr, künftig nicht mehr bei den Lesungen auf der Bühne stehen zu wollen. Mit Inge Lapp tritt nun eine weitere ehemalige Lehrerin der Singberg-Schule in seine Fußstapfen. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von Bettina Skottke, Gary Reutzel und Thomas Gerlach. Die Lesung steht unter dem Thema Spiegel des Lebens. Tickets für diese Veranstaltung gibt es bei uns auf der Internetseite, im Bürgerbüro und im Ticketshop Friedberg. Erstmals in diesem Jahr veranstalten wir auch ein Seniorenkabarett. Und Reservierungen dafür gibt es ab Freitag bei uns im Bürgerbüro. Und ein weiteres Highlight wartet auf euch. Erstmals treten beim Sommer am See die Rottgau Monotones auf. So romantisch eine Trauung auch ist, damit eine Ehe rechtskräftig wird, ist etwas Bürokratie notwendig. In Wölversheim sind mehrere Standesbeamte im Einsatz, die zum Beispiel auch Geburten oder Sterbefälle beurkunden. Christina Edelmann hat nun die Ausbildung zur Standesbeamtin absolviert und wurde vor einigen Tagen offiziell zur Standesbeamtin ernannt. Der Betreuungsverein der Schimm-Knopf-Schule hat jahrelang die Nachmittagsbetreuung an der Schule organisiert. Nachdem die Schule den Pakt für den Nachmittag beigetreten ist, hat die Gemeinde die Auflösung des Vereins als Liquidator übernommen. Zum Ende des vergangenen Jahres konnte das Vereinsvermögen von fast 19.000 Euro im Beisein des alten Vorstandes an den Förderverein Wölversheimer Schulen übergeben werden, der es im weiteren Sinne der Schülerinnen und Schüler einsetzen wird. Das Faschingstreiben ist im vollen Gange und wie jedes Jahr finden auch dieses Jahr wieder Sitzungen statt. Los geht's dieses Wochenende in Wölversheim und nächstes Wochenende in Bärstadt. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder einen großen Faschingsumzug, der feiert sogar Jubiläum. Und nach dem Umzug findet wie immer die große Faschingsparty in Södel in der Turnhalle statt. Und das war's schon wieder für diese Woche. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um zukünftig kein Video mehr zu verpassen. Tschüss, macht's gut. In der Kamelle, Puh, gibt es Kamelle. In der Frikadelle, Puh, gibt es Frikadelle. Und in der Fritte, Puh, gibt es Pommes Fritt. Und der ganze Saal, der singt. So, Eva, mach auf, lade aus. Servus, liebe Nadenallee, ich bin ganz kahl, ich habe das Wurfgut hingekauft, wir waren in Köln. Also, gerne schön anmelden, info@gmx.net. Die Anmeldungen können ab sofort abgegeben werden. Wollen wir heute noch ausladen, oder was? Wir laden jetzt noch aus. Ach, mir ist auf geht's. Bis von Köln in dem Auto, ey. Oh ja, auf, mal. Mama, was du?